So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review. Und weil es ja eigentlich noch der zweite Teil ist von einem Review, was ich teile in der Mitte, weil es um zwei Filme geht, schneide ich nochmal kurz das Intro rein von dem ersten Teil, dass ihr wisst, um was es geht. Es ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, gefühlt schon fast ein halbes Jahr, nein, ein paar Wochen. Da war ich beim Dicken Isbo bei der Auf die Dicken Tour. Und da haben wir diese Bring Your Own Pfeffi mit ins Kino Aktion gemacht und haben zwei Filme geschaut, und zwar den Meisterdetektiv Pikachu und den Fighting with My Family. Kommen wir also jetzt zum zweiten Film, und das war Wrestling with My Family. Wie ihr alle wisst, bin ich natürlich auch großer Wrestling-Fan. Hab das damals natürlich auch alles verfolgt. Stone Cold Steve Austin, Undertaker, Triple H, Chris Jericho, Mankind, The Rock. Immer zu den, gerade zur Attitude Era, zu den, sagen wir mal, 2000 so, da ging's richtig ab. 2000, das ist schon 19 Jahre her, aber das war die beste Zeit, richtig genial, selbst dann auch 2003 alles, wo auch John Cena, Brock Lesnar diese Fäden hatten, Kurt Angle diese Fäden hatte, keine Ahnung, Big Show, Brock Lesnar. Das waren richtig gute Zeiten damals. Heutzutage ist leider alles komisch. Alle Leute, die jetzt dabei sind, die kennst du sozusagen nicht. Oder du kannst bei denen nicht mehr so ein... Ja, du kannst nichts mehr zu denen aufbauen. So. Du hast so richtig immer bei dem mitgefiebert, bei dem nicht. Du hast so deine Lieblings-Wrestler gehabt und hast zu denen aufgeschaut und sonst was. Heutzutage ist alles irgendwie anders. Das sind Leute, die hätten früher gar nicht im Rampenlicht gestanden. Heutzutage werden die da reingestopft, weil wer ist denn noch groß an der Spitze? Wer ist denn noch Topstar? Und es nimmt leider immer mehr ab. Aber darum geht's jetzt nicht. Es geht ja eigentlich um den Film. Da habe ich mich natürlich gefreut, weil Paige, als sie damals auch zur WWE kam, fand ich immer interessant. Da habe ich gesagt, boah, die ist cool, ne? Guck mal, die ist so weiß, die sieht so lustig aus. Und die sehe ich natürlich gern, weil die anders wirkt als alle anderen Diven. Gerade Diven-Matches habe ich meistens eh mal geskippt, habe mich nicht interessiert. Aber Paige war schon korrekt, war ein hübsches Mädchen, sagen wir mal. Hat da ihre Sachen gemacht und hat auch immer eine Aggressivität mit reingelegt in ihre Kämpfe, in ihre Matches. Und dann ist der Trailer auf einmal aufgetaucht, Fighting with My Family. Und da habe ich mich gefreut, dass da auch Nick Frost zu sehen war, der ja auch immer schon mit Simon Pegg, ist das jetzt richtig überhaupt? Ja, mit Simon Pegg bei Shaun of the Dead zusammengespielt hat oder Hot Fuzz oder was gab es denn noch? Paul mit dem Alien da, wenn das Paul hieß. Auf jeden Fall haben die immer zu zweit schon so lustige Filme gemacht und Komödien. Denn jetzt kommt er hier an und spielt den Vater von der Paige. War also cool. Jemanden, den man kannte als Schauspieler, den man sich eigentlich gerne anguckt. Und eben diese Geschichte von Paige verfilmt. Auch mit ihrem Bruder zu sehen, wie die eigentlich schon immer Wrestler werden wollen und die ganze Lebensgeschichte. Das war jetzt kein reiner Wrestling-Film, wo es einfach nur um Wrestling ging. Wie viele gesagt haben so, ja, ich bin da rein und da war ich voll enttäuscht und da ist ja gar nicht so viel Wrestling da gewesen. Es ging halt wirklich um dieses Leben von Paige vor und hinter der Kamera, wie sie aufgewachsen ist, wie sie ihren Weg zur WWE gemeistert hat. Es ging eigentlich mehr um die Sachen hinter der Kamera als vor der Kamera. Also bei der WWE, und auch diesen Konflikt, den sie dann mit ihrer Familie hatte, die sie mit ihrem Bruder hatte, dann als sie The Rock kennengelernt hat, als sie in dieses Lager aufgenommen wurde, als sie trainieren konnte, wie sie von anderen dann immer belächelt wurde, gemieden wurde, wie sie aufgeben wollte, wie sie am Boden war, wie sie wieder Kraft gefunden hat, wie sie weitergemacht hat, wie sie ganz an die Spitze gekommen ist. Und was einen natürlich ganz angelockt hat, war im Trailer natürlich The Rock, der da zu sehen war, und deswegen haben wir die ganze Zeit auch so geredet, ja, da kommt ein neuer Film mit The Rock in die Kinos, Digga, den müssen wir schauen unbedingt, The Rock und ein Wrestling-Film, was gibt's Besseres? Natürlich, wie nicht anders zu erwarten, war The Rock wirklich im ganzen Film zwei- oder dreimal zu sehen, ganz kurz, also eigentlich nur genau die Szenen, die im Trailer vorkamen, die kamen so auch im fertigen Film vor, und ansonsten hast du mit The Rock nichts zu tun gehabt, nichts am Hut gehabt, aber ist ja klar, dass man damit erstmal wirbt und eine Promo macht und den Leuten den Film schmackhaft macht. Fand ich dann, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen öfter gesehen, wenn sie so einen Film gemacht hätten über The Rock und The Rocks Leben. Das wäre richtig krass, wo man einfach sieht, wie der aufwächst, wie der zum Wrestling kommt, wie der sich an die Spitze kämpft, so eine Biografie. Das wäre nochmal das Sahnehäubchen, sage ich mal. Sowas würde ich mir natürlich auch gerne angucken.
Jetzt ging es also aber um Paige und ja, man hätte erst denken können, das ist so eine richtige Komödie, das ist so richtig lustig, aber es war gar nicht so lustig. Es war natürlich einfach ein normaler Film, man konnte da jetzt also nicht erwarten, dass es übelst actionreich, weil es um Wrestling geht oder das ist voll lustig, da ist ja Nick Frost dabei und es ist alles so lustig gemacht im Trailer. Das war eigentlich ein normaler Film, der wirklich eine Biografie nur war, dass sie wirklich das Leben verfolgen können, wer sich dafür interessiert, für Wrestling-Fans oder für Leute, die halt einfach so diesen Werdegang mal verfolgen wollen, die vielleicht nicht so viel mit Wrestling am Hut haben, aber sich trotzdem für die Person interessieren, war das natürlich ganz interessant, das mal zu verfolgen. Der Ispo ist danach rausgegangen, hat gesagt, den zweiten Film fand er besser, also Meisterdetektiv Pikachu, da hat er ja nichts gerafft, aber Wrestling with My Family fand er besser, denn da hat er dann wieder was gerafft, da hat nämlich dann die Wirkung vom Pfeffi nachgelassen, also hat er da wieder was gerafft, ist rausgegangen und ja, das war natürlich auch ein schöner Film, wie wenn man sich Rocky anguckt oder sonst was, irgendwelche Boxfilme, wo du erst ganz unten bist und es am Ende doch schaffst. Es ist motivierend natürlich, baut ein bisschen auf. Aber für mich ist so, wenn ich den einmal gesehen habe, dann reicht mir das. Das wäre jetzt auch kein Film, den ich unbedingt in meiner Sammlung brauche und dem ich jedem zeigen muss und vorführen muss. Da würde ich mir lieber doch Meisterdetektiv Pikachu nehmen. Den habe ich ja mittlerweile auch schon zweimal geschaut und würde den in meine Sammlung aufnehmen, den dann auch mal zeigen, wenn da Leute da sind oder wenn man mal, wenn man Familie hat, sonst was, ist das trotzdem ein Film, der vielleicht mehr Leute erreicht und mehr Leute für das breite Publikum. Wrestling with My Family, also ein Film, der vielleicht nicht jeden interessieren würde oder viele auch enttäuscht sein werden, dass sie da so mit The Rock angelockt wurden und es dann nur um Paige ging, aber es ist ja ein Film, der um Paige dreht, also könnt ihr jetzt nicht auf The Rock hoffen, der die ganze Zeit euch durch den Film führt. War natürlich trotzdem schön anzusehen, dieses Zusammenspiel eben mit der Familie, diese Wrestling-Familie, in die sie hineingeboren wurde, auch mit ihrem Bruder, was der derweil gemacht hat, weil er ja nicht die Chance bekommen hat, in der WWE anzutreten, sie schon, auch wie sie dann diese Konflikte hatte mit ihrem Trainer und wie das eben alles hin und her ging. Das ist was, das erlebt natürlich jeder bei sich selbst, jeden Tag, gut, jeder vielleicht nicht, aber das kennen viele, dieses eben, wenn dir das Leben Steine in den Weg legt oder du eben demotiviert wirst und dann da hängst und eigentlich war das eben trotzdem gut anzusehen, weil viele das nachvollziehen können, aber, ja, es gibt eigentlich gar kein Aber, so, den habe ich geguckt, den haben wir geguckt und damit war der ganze Plan perfekt. Wir haben beides geguckt. Für euch natürlich auch die Frage, habt ihr den Film auch geguckt? Habt ihr Wrestling with My Family geschaut? Wart ihr enttäuscht? Wart ihr positiv überrascht? Wie fandet ihr den Film und wie fandet ihr die Darstellung der Figur einer Paige, wenn sie zwischendurch da diese Kämpfe gezeigt haben und es beim Training, das hat ja doch irgendwie Bock gemacht und wie sie dann eben zur großen Plattform aufgestiegen ist und sich da bewiesen hat. Kann man sich mal angucken, kann man mal machen. Einen weiteren Film, den ich empfehlen würde, ist natürlich The Wrestler mit Mickey Rourke. Wer sich so für Wrestling-Filme und Biografien oder sonst was interessiert, der kann sich den auch mal reinziehen. Wer den noch nicht geschaut hat, auch richtig gute Sache. Das war es aber, glaube ich, von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin. Der nächste Film ist nämlich, glaube ich, John Wick 3, den wir gucken werden. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.